Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge unseres FIFA 17 FC Bayern München Karrieremodus. Das Ganze heute, ich komme mal kurz in den Kalender rein, natürlich erstmal mit dem Champions League Spiel gegen den SSC Neapel, mit dem Hinspiel auswärts in Italien, vielleicht dann auch noch mit dem Spiel gegen den Hamburger SV, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich vielleicht doch lieber ein Auswärtsspiel spielen in der Bundesliga, das heißt vielleicht gegen Hertha, Köln. Ist, glaube ich, auch ein Auswärtsspiel, bin ich mir nicht so sicher, doch ich glaube eigentlich schon. Heimspiel war nämlich in Allianz Arena. Frankfurt ist dann, glaube ich, heim oder auswärts, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall eines dieser beiden Spiele werden wir dann nehmen, dann noch in der heutigen Folge spielen. Wie gesagt, zuerst gegen den SSC Neapel, ein Verein, der eigentlich nicht zu unterschätzen ist. Nicht die besten Spieler, aber auf jeden Fall einige sehr interessante Spieler, wie Insigne, Callejon, Milik, auf jeden Fall ein paar Namen, die sehr interessant sind, auf jeden Fall auch nicht die schlechtesten Spieler im Kader von Neapel. Higuain haben sie abgegeben, dafür eben Milik geholt. Ist, denke ich mal, schon von der Qualität her ein Unterschied, aber trotzdem sollte man, wie gesagt, die Italiener gar nicht unterschätzen. Deshalb gehen wir natürlich mit bester Besetzung in das Spiel hinein. Auch wenn Bale mir nicht gefallen hat, muss er auch irgendwie in Form kommen, deswegen darf er heute von Anfang an ran. Ich werde ja keinen Spieler einfach irgendwie so aufgeben. Deshalb darf er natürlich von Anfang an ran hier gegen den SSC Neapel. Ich weiß nicht, ob das Stadion lizenziert ist im Stadion Olympic. Spielen wir auf jeden Fall gegen den SSC Neapel bei Regenlegende 6 Minuten. Alles natürlich wie beim Alten. Und natürlich nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen als besten Support, den ihr mir geben könnt. 200 Likes sind wie immer das Ziel, wenn ihr das Ganze packen könntet, wäre das mega nice. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Los geht's. So, los geht das Ganze. Ziel ist es für mich einfach nur, ein Auswärtstor zu schießen. Also wir müssen hier nicht mal groß gewinnen, sondern einfach nur auswärts treffen. Das wäre schon mal ein großer Vorteil für das Rückspiel dann in der Allianz Arena. Aber natürlich ist es nicht einfach. Die Defensive von Neapel ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste. Auch unter anderem mit dem Ex-Bayern-Keeper, mit Pepe Reina. Also da müssen wir uns auf jeden Fall nicht gerade vorfürchten, aber da müssen wir schon Respekt vorhaben. Ich meine, Champions League ist, wie gesagt, schon eine krasse Nummer und deswegen sollte man, wie gesagt, eigentlich vor jedem Gegner Respekt haben. Und eben auch unter anderem vor dem SSC Neapel. Los geht's auf jeden Fall. Vidal mit dem ersten Superballgewinn. Dann haben wir Mats Hummels, der vielleicht den Ball nach vorne spielen kann auf Thomas Müller. Super Pass. Bale ist mal wieder irgendwo out of nowhere. Da kommt er hier in der Mitte. Bale jetzt mal vielleicht mit dem Schuss aus der Distanz. Reina ist zur Stelle. Griezmann mit dem Nachschuss und Griezmann mit dem 1:0. Ja, und dann kommt hier der Hotline-Bling-Jubel von Antoine Griezmann. Ich weiß nicht mal, was ich dafür gemacht habe. Auf jeden Fall trifft er. Freut mich vor allem. Letzte Folge eine Vorlage. Diese Folge in der 6. Minute das 1:0. Bale mit dem sehr schwierig zu haltenden Schuss aus der Distanz. Der Ball hat eine ziemlich komische Flugkurve gehabt. Versprecher, Verbrecher. Und Griezmann dann per Nachschuss zum 1:0 hier in der 6. Minute. Auf jeden Fall super für das eigene Selbstvertrauen hier. So früh in Führung zu gehen, kann man, denke ich mal, machen. Oh, wie Insigne hier durchläuft. Alaba kann da nichts machen. Aber immerhin muss er da über die Grätsche springen. Verliert Tempo und Neuer kann den Ball irgendwie aufnehmen. Wo ist wieder Bale? Da oben, so. Bale jetzt mal mit Tempo. Verliert den Ball schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. So, kommen jetzt Lewandowski zusammen mit Antoine Griezmann. Super gemacht. Griezmann zieht in die Mitte. Macht das stark. Antoine Griezmann. Abschluss kommt, aber ist nicht gefährlich. Denn er ist gar kein Rechtsfuß, sondern Linksfuß. So, ich habe das Ganze jetzt mal andersrum hier getauscht, also Bale mal auf links und Griezmann auf rechts. Ich weiß nicht, ob das Ganze vielleicht besser funktionieren wird. Griezmann hat ja, wie gesagt, bei der EM auch schon auf rechts gespielt, war da alles andere als schlecht, aber Bale auf links würde ihn natürlich noch ein bisschen schwächer aussehen lassen. Könnte aber natürlich auch sein, dass Griezmann jetzt da unterleiden wird, weil vor allem der linke Flügel auch auf dem linken Flügel steht, aber momentan ist der rechte Flügel irgendwie immer mehr im Zentrum, keine Ahnung, woran das liegt. Den zieht es aber lieber in die Mitte. Bale auf Thomas Müller, der mit dem Abschluss Müller-like und Pepe Reina ist zur Stelle. Stark gemacht hier vom alten spanischen Keeper. Bale jetzt aber nochmal mit der Ecke. Findet er vielleicht einen kopfballstarken Spieler, Boateng. Hummels kann den Ball nicht mehr im Spiel halten, schade. Oh, Diawara vor Thiago. Diawara macht das stark, aber Thiago macht es stärker. Und damit ist die erste Halbzeit vorbei hier im Stadion von Neapel. 1:0 Führung bisher für uns. Antoine Griezmann, der Torschütze. Bisher auf jeden Fall kein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft. Lewandowski hat sich verletzt, das heißt, wir werden mal hier so ein bisschen umtauschen. Griezmann geht mich jetzt vorne in die Spitze rein, Lewandowski geht raus und Coman kommt rein, der ja letzte Folge 2 Tore im Pokal gegen Frankfurt gemacht hat. Hat auf jeden Fall überzeugt, Lewandowski ist ja wie gesagt verletzt und wir wollen da nichts riskieren für unseren Nummer 1 Stürmer. Deshalb eben die Vorsichtsmaßnahme und die Auswechslung für Lewandowski für Coman. Oh, jetzt aufpassen, Callejon. Gegen Boateng. Flanke könnte in die Mitte kommen. Und was ist da bitte passiert?
Da stolpert der eigene Mann hier irgendwie über den Ball. Ich weiß nicht, ob das Milik war, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auf jeden Fall kriegt er es nicht hin, den Ball so richtig aufs Tor zu bringen. Griezmann ist jetzt irgendwie mehr Linksflügel als vorher. Komisch. Flankt in die Mitte, da ist nochmal Vidal. Vidal auf Thiago. Thiago schließt ab und macht das 2:0. Stark gemacht von Thiago Alcantara, super. So muss das sein, 2 Auswärtstore. Das riecht irgendwie schon fast danach, dass wir das Rückspiel tatsächlich simulieren werden. Da kommt der Ball hier abgefälscht auf Vidal und dann Thiago mit dem wunderbaren Abschluss. Ins Tor hinein, super gemacht von Thiago in der 52. Minute mit dem 2:0. So, jetzt tatsächlich mal der Switch auf ein 4-3-3. Bin gespannt, wie jetzt eben ein Bale auf der rechten Seite agieren wird. Griezmann ist vorne im Sturm, Müller mehr so im Zentrum. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren, wie da eben ein Bale jetzt mal spielt, wo er mal richtig auf der rechten Seite ist, auf seiner Position, dem rechten Flügel. Sanchez übrigens für Thiago noch im Spiel drin. Wir brauchen nämlich so ein bisschen mehr die Defensivpower und deswegen eben ein Sanchez rein anstelle von Thiago, der ja wie gesagt ein etwas offensiverer Spieler ist. Müller kommt dann nicht in den Zweikampf rein. Aufpassen, Hummels ist zur Stelle und wir können vielleicht kontern, aber Coman mit einem sehr schlampigen Pass hier. Kommt Hummels nicht in den Zweikampf rein. Aufpassen, Hummels jetzt nochmal so ein bisschen. Der Abschluss und Neuer. Starker Reflex hier vom deutschen Nationalkeeper. Der beste Keeper der Welt. Und er zeigt auch wieder warum. Sehr schwer zu halten, der Ball. Kommt natürlich wirklich aus dem Nichts heraus und den zu halten ist ja wie gesagt nicht gerade irgendwie einfach. Aber mal gucken, vielleicht könnte das Ganze heute für Griezmann eine gewöhnliche Position werden, wenn eben ein Lewandowski jetzt länger verletzt sein sollte. Was macht denn dieser Jorginho oder Jorginho da? Läuft stark durch. Sanchez auf Müller, der auf Bale. Jetzt mal hier auf der rechten Seite gegen Hüsey, gegen den Albaner. Ja, Bale, was macht er jetzt, ist die Frage. Pass für Sanchez ist gut. Der auf Griezmann und der mit dem 3:0, aber ich glaube, es war Abseits, oder? Nee, kein Abseits, doch Abseits. Nee, es ist kein Abseits. Es ist Abseits. Und damit ist das Spiel vorbei hier in Neapel. 2:0 Sieg für die Bayern. Sehr starkes Spiel von Antoine Griezmann heute. Auch Bale hat schon mal so seine ersten Vorzüge gezeigt. Mal gucken, wie lange jetzt Lewandowski verletzt sein wird. Thiago hat heute auch super gespielt. Vidal, also im Großen und Ganzen eine super Leistung hier von unserer Truppe. Und ein verdienter 2:0 Sieg hätte eigentlich auch mehr sein können. Neapel heute ziemlich chancenlos im eigenen Stadion. Immer wieder bitter, nichts machen zu können gegen so einen großen Club. Aber naja, das sind eben die Unterschiede zwischen einem SSC Neapel und dem FC Bayern München. So, ich habe gerade unter der letzten Folge gelesen, vielleicht habe ich ja bei Bale eingestellt, dass er irgendwie in die Mitte ziehen soll. Habe ich aber nicht, das war auf diese neutrale Art eingestellt. Deswegen habe ich ihm jetzt mal außen bleiben gegeben. Gleiches gebe ich jetzt mal Antoine Griezmann. Und Lewandowski, der momentan verletzt ist, soll sich zentral orientieren, aber auch Müller soll sich weiterhin zentral orientieren. Jetzt ist aber die große Frage, wie lange ist Lewandowski verletzt? 7 Tage Ausfall, Oberschenkelprellung, Zwangspause für Robert Lewandowski ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Also der Pole verpasst nur ein paar Bundesligaspiele gegen kleinere Clubs, deswegen denke ich mal, ist das Ganze zu verkraften, die 7 Tage, die er eben ausfällt. Ich lese ja gerade nebenbei die Kommentare von der letzten Folge. Und da habe ich auch gelesen, dass ich Iheanacho doch die 72 geben soll, die er ja auch momentan bei Manchester City trägt. Die trägt natürlich niemand und damit ist es wieder Iheanachos Nummer. So, mal gucken, die B-Mannschaft jetzt hier, schon 60 Minuten vergangen. Coman bleibt einfach bei seiner krassen Form. Green kommt für Bernat rein, Griezmann für Iheanacho und am Ende bleibt es beim 1:0, hoffentlich tatsächlich. 1:0 Sieg, Coman der Torschütze. So, dann schauen wir mal rein in die nächste Trainingseinheit, wie sich unsere Youngsters so machen. Diesmal sieht es aber nicht so gut aus, nur ein ganz kleines Plus für Tah in der Deckung. So, jetzt auch wieder mit der A-Mannschaft gegen Hertha BSC, die glaube ich tatsächlich auch... So, jetzt auch wieder mit der ersten Mannschaft, die hoffentlich das Ganze gewinnen sollte, auch wenn es auswärts ist gegen die Hertha. Die, glaube ich, sogar tatsächlich hier im Karrieremodus international spielt, denn eines der letzten Spiele war gegen Nizza. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie ein Freundschaftsspiel mitten in der Saison gegen Nizza machen. Glaube ich zumindest. Bisher steht es 0-0. Gleich 70 Minuten vergangen. Vielleicht kommt ja nochmal Lewandowski. Warum spielt Lewandowski? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, der hat nach dem Spiel absolut keine Ausdauer. Es geht 0-0 aus. Ist aber nicht mal zu verkraften. Und wieder ist es die B-Mannschaft, die ran darf. Gegen den ersten FC Köln zu Gast. Rudnevs macht direkt das 1-0, aber Coman bestätigt seine Form einfach. Also in 2 Episoden, 4 Tore, ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen.
steht momentan 1-1. Coman macht das 2-1 und Alonso verletzt sich. Teuern beschert uns dann nochmal den Sieg in der 83. Minute. Ja, die Frage ist jetzt, wie lange Alonso verletzt ist. Und auch gegen Frankfurt nehmen wir dann nochmal die Simulation mit der B-Mannschaft, die ja eigentlich trotzdem absolut krass aussieht. Fabian aber mit dem 1-0 oder Fabian wird das Ganze, glaube ich, ausgesprochen. Der ist, glaube ich, in echt momentan auch gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, kommt unsere Mannschaft nochmal zurück? Kingsley Coman, wo bleibst du nur? Das ist eben die große Frage. So, erste Halbzeit vorbei. Bisher eben nur gelbe Karten und eben das Tor von Fabian. Meier kommt für Seferovic rein. Als ob diese B-Mannschaft sich jetzt heute nicht durchsetzen kann. Bernat mit Gelb-Rot, das gibt's doch gar nicht. Die erste Saisonniederlage gegen Frankfurt. So Leute, und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge des FC Bayern München Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gerne lasst einen Daumen nach oben da, wenn es der Fall sein sollte. Abonniert den Kanal, wenn ihr keinen weiteren Karrieremodus-Content mehr verpassen wollt. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.